Hallo, ihr Lieben. Hallo, wir sind die Wohnmobilcamper. PS on the road. Das sind Peter und Sigrid. So, ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also, anhand unseres letzten Videos, wie es seht, jetzt haben wir das Wohnmobil. Wir haben ja gesagt, dass wir ziemliche Köpfe haben mit der Bordbatterie. Dadurch, dass wir es ein paar Tage stehen haben lassen unten auf der Straße, ist uns aufgefallen, dass die immer wieder zusammenfällt. Sie tut zwar laden, aber fällt zusammen. Deswegen haben wir sie. Deswegen, weil wir ja nach Spanien fahren. Genau. Und dort nicht immer sicher sind, ob wir dann wirklich immer auf einem Campingplatz stehen können über die Nacht, dass wir dann einen Strom haben praktisch für unsere Heizung. Nicht nur dafür, es ist ja so, dass eine gescheite Bordbatterie gehört ja sowieso her, egal ob wir jetzt in Urlaub fahren oder nicht. So, haben wir sich entschieden, wir kaufen eine neue Bordbatterie. Genau. Keine Argentbatterie, sondern eine, wo wir schon vorher gesagt haben, eine Lithiumbatterie. Genau, eine LiFePO4 Batterie. Und ja, das war jetzt eigentlich gar nicht so leicht, weil dass man da jetzt irgendwo in Österreich so rasch einmal irgendwo eine lagern ist oder was daher bekommt. Und wir haben sie eben erkundigt und geschaut. Und vor allem Dingen, dass wir es auch noch rechtzeitig jetzt eingebaut bekommen, mehr oder weniger, dass das wer macht. Und deswegen waren wir dann beim Berger, der hat auch so eine LiFePO4 Batterie. Beim Campingberger. Genau, Fritz Berger. Den gibt es ja in Deutschland auch. Bei dem waren wir, da war er unheimlich netter Chef, der hat überhaupt keinen Termin frei gehabt und ich habe ihm gesagt, hey, du müsstest nach Spanien fahren und kannst du mir den nicht irgendwie einbauen? Mit der großen Augen. Hat er sich breitschlagen lassen, stößt man das Auto her und holst das am nächsten Tag wieder oder am selben Tag. Am selben Tag genau, sogar wieder. Genau. Ja? Und da war er so nett und hat uns eingebaut. Dann crashten sie sogar auch noch fürs. Die Geschichte wollte ich ganz langsam erzählen. Okay. Ja. So, jetzt hat er gesagt, na gut, ich zwicke euch, ich bringe euch da irgendwie einen, damit ihr einen Termin kriegt, damit man euch die Batterie einbaut. Also, gesagt, getan, und bevor ich aus dem Geschäft gegangen bin, habe ich gesagt, hey, bei dem Gas, ihr wisst ja vielleicht eh alle, wenn man mit einem offenen Gashauen fährt, ohne dass man einen Crash-Sensor hat, gibt es empfindliche Strafen. Bei uns in Österreich sind es um die 600 Euro, ich glaube, jetzt sind es sogar schon 800. Haben wir gehört. Wissen wir nicht so sicher. Hat mir der Herr vom Berger also erzählt, und in Spanien ist es, glaube ich, noch, kann das bis zu mehrere tausend Euro kosten, wenn man dort erwischt wird mit einer offenen Gasflasche. Jetzt ist es ja so, natürlich kann ich es jedes Mal zumachen, aber wenn ich mal gar irgendwo stehen bleibe, mal einen Kaffee kaufe oder eine Suppe oder sonst was und vergiss nur, und die dann mich kontrollieren, dann habe ich den Schirm auf. Dann heißt, ich zahle mehr Strafe, als was mir das Ding kostet. Jetzt habe ich ihn angefleht. Bitte, könnt ihr vielleicht noch den Crash-Sensor auch einbauen? Dann hat er gesagt, er wird tun, was er kann. Übrigens, das ist ein deutscher Geschäftsführer, also der Geschäftsführer vom Campingberger bei uns in der SCS draußen, ist ein deutscher, ein ausgesprochen lieber Kerl. Versucht seinen Leuten oder den Kunden wirklich alles recht zu machen. Also wirklich Hut ab, der alles ist super, super. Genau. Der verdient viel zu wenig Geld, glaube ich. Den sollten sie ein bisschen mehr zahlen. So nett wie der ist. Jetzt haben das wissen wir nicht. Genau. Was er verdient, weiß ich natürlich nicht. Genau, das war ja Spaß. Jetzt haben wir uns natürlich über unseren Verbrauch dann auch Gedanken gemacht. Ja? Also. Und was machen wir jetzt mit dieser LiFePO-Batterie, mit dieser Lithium-Batterie? In welcher Stärke werden wir die eben einsetzen? Weil normalerweise war als erstes der Gedanke da, eigentlich 200 Ah zu nehmen, aber wir haben dann gesagt, ja. Der Gedanke ist uns dann schnell entfleucht. Ja, grundsätzlich, weil wenn du dann 200 Ah Batterie dann reinnimmst, brauchst du dann auch noch, dann hast du da, kannst du, da hast du da Wärme trotzdem nur eine 12 Volt Versorgung für die Geräte. Ne? Und bei dieser, jetzt haben wir sie halt überlegt, ca. 30 Ah brauchst du jetzt wirklich im Vollbetrieb wahrscheinlich für den Lüfter, für die Heizung und die paar Lampen und so, was das ist. Also haben wir sie eigentlich gedacht, mit einer 100 Ah Batterie kämest du grundsätzlich einmal circa wahrscheinlich 2 Tage, wenn du wo autark stehst, oder bis höchstens ja 2,5 Tage würde man durchkommen. Ja? Und
Ja, dann wäre ja dazu gestanden praktisch, dass man einen Wechselrichter braucht, wenn man jetzt irgendwas anderes auch betreiben möchte, wie vielleicht eine Kaffeemaschine oder einen Föhn. Ich meine, Waschen ist nicht unbedingt notwendig, ja, man könnte das auch mit 12 Volt betreiben, aber jetzt würde man dann praktisch ja auch einen Wechselrichter auch noch einbauen müssen, nicht? Weil das ist bei uns eben auch nicht drinnen. Nicht? Und dementsprechend haben wir jetzt dann praktisch eine andere Lösung geboren. Na, zuerst einmal hat mich der nette Herr vom Berger, vom Campingberger, am Abend angerufen und gesagt, er hat mir das alles eingebaut. Alles. Ja, die Batterie hat dann, glaube ich, 849 Euro gekostet. Ja. Dann den Crash-Sensor, der hat um die 170 Euro gekostet. Und mit Einbau haben wir da rund 1200 Euro rundzahlt. Genau. Finde ich genial, weil, wie gesagt, wenn ich einmal bestraft hätte, war das wahrscheinlich teurer gewesen. Jetzt haben wir eine wunderbare Bordbatterie, jetzt bin ich glücklich, jetzt habe ich keine Angst, dass ich irgendwo hinfahre und dass mir der Soft ausgeht. Und dann haben wir sich noch eine Lösung, die man sich schon vorher überlegt, ob man nicht so eine Art Powerbank mitnehmen für einen Laptop, für verschiedene Dinge, die halt nicht auf 12 Volt rennen. So, wie Powerbank ausschaut, für alle, die das nicht wissen, was heißt Powerbank? Kraftstation. Wie man gesagt, wir übersetzen alles ins Österreichische. Das ist eine Powerbank für mein Schatz, ihr Handy. Wäre für eine Wohnung ein bisschen klein. Und jetzt kommt die geniale Idee und die super Überraschung. Ich zeige euch, was ich gemacht habe. So. Das habe ich mir schicken lassen. Wir machen heute kein richtiges Unboxing. Haben wir sie schicken lassen? Nein, haben wir sie gekauft. Blödsinn. Ja. Blödsinn. In einem Baumarkt kriegt man die. Genau. Wurscht, das sagen wir jetzt nicht wo. Ecoflow. Genau. Das geniale Ding. Ecoflow. So schaut das aus. Das ist der Quick Start und der Quick Guide für die Ecoflow. Das ist dann dabei. So schaut die Schachtel aus. Das ist ein bisschen größere Powerbank. Ich finde das genial. Da sind die Daten drauf, da hinten. Kann man dann sehen, vielleicht kann man es auch lesen, was die alles kann. Weil ich bin da nicht so ein Profi mit diesen Sachen. So, ne? Aber jetzt kommt's. Und so schaut das gute Stück aus. Hat eine Schutzhülle. Genau. Hat nur 14 Kilo. Ist hat 14 Kilo. Die Ergänzung zu unserer 100 AH-Batterie. Genau. Hat den Vorteil, dass sie einen eingebauten Wechselrichter hat. Und 1300 Watt. Genau, 1260 Watt. Und der Vorteil ist, durch den eingebauten Wechselrichter, wenn wir sie im Wechselrichter eingebaut haben und die Anschaffungskosten dieser Powerbank dagegen stellt, ist das eigentlich fast, kommt es aufs Gleiche. Genau. So, was kann das gute Stück? Sie hat einmal vier Anschlüsse für vorn, für normale Stromabnehmer, dann hat es da einen Zigarettenanzünderanschluss. So. Wir wollen das jetzt natürlich nicht komplettes Unboxing machen, möchte es nur herzeigen, weil ein super, super Video über das gibt es bei einem. So schaut das aus, da sieht man sogar, wenn man was aussteckt, wie lang das rennt, wie viel das er ausnimmt, wie viel Strom das erzeugt und wenn man lädt, dann zeigt er auch, wie viel gerade reingeht. Und das Geniale an dem Stück, warum wir sich gerade für die entschieden haben, das ist, sie lädt in einer Stunde 80% auf. Es gibt keinen am Markt, der so schnell lädt wie der. Und eine halbe Stunde circa dann für die letzten 20%. Das finde ich super genial. Wenn wir jetzt länger am Tag stehen würden und jetzt zum Beispiel dann weiß ich nicht, Solarwärme jetzt, ist sie jetzt einfach nicht mehr ausgegangen und ob wir Solar dann machen, ob mobil oder dann noch drauf aufs Dach oder mobil. So, das überlegen wir sich noch, ja. Aber diese Powerbank kann man einfach nehmen, wenn es ist, ja.
und kann jetzt schon mit so einem McDonald's reingehen und während man Kaffee trinkt oder was auch immer, kann man das dabei irgendwo anhängen. Haben wir mit lassen. Einer Hand weggetrunken. Genau, ja. Und ist dann in einer Stunde geladen und man hätte dann praktisch wieder 1260 Watt zur Verfügung. Man könnte diese Powerbank auch so verwenden, dass das wie praktisch der Landstrom ist. Ich kann nämlich den Wohnwagen dann praktisch an das anhängen, kann somit meine Bordbatterie wieder befüllen und kann somit wieder drinnen heizen. Ja? Kleine Korrektur, wir können das Wohnmobil anhängen. Das Wohnmobil. Nicht den Wohnwagen. Ja, das Wohnmobil. Den haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr, genau. Können das Wohnmobil anhängen, ja. Und das hat uns natürlich auch sehr gut gefallen, weil man eben voll flexibel wird durch das, dass ich jetzt das einfach nehmen kann und irgendwo anders an den Landstrom hängen kann, wenn ich schon nicht mit dem Wohnmobil zum Landstrom komme, ja. Und eigentlich vom Preis her uns beide Geräte jetzt aufs Gleiche gekommen sind, wie uns eine 200 AH Batterie gekostet hätte. Und der Wechselrichter. Na, das war sie dann schon immer ausgegangen. So, immer, das ja. Nächste Geniale ist, man kann es natürlich überall mitnehmen und das heißt, ich brauche nicht nur beim Wohnmobil bleiben, sondern ich kann das auch am Strand mitnehmen und kann dort eine Musik dazu hängen, ein Licht dazu hängen, kochen, einen Griller kann ich dazu hängen, einen Stromgriller oder eine Kochplatte, was auch immer. Und der kann alles auf einmal machen. Und das über, je nachdem wie viel man hängt, Stunden, zwei, drei, vier. Also ich finde das genial, das Gerät. Man kann es natürlich auch zu Hause verwenden, wenn einmal wirklich, weiß ich nicht, ein Stromausfall oder was auch immer wäre, hat man dann immer, dass man irgendwie was laden kann. Ja, also man ist durch dieses Gerät relativ flexibel. Entschuldige, eines noch. Und man kann Geräte eigentlich bis zu 3300 Watt anhängen, beziehungsweise der hat eine Dauerleistung von 1800 Watt. Wir haben vorgestellt, hat nämlich gestern, glaube ich, das Ganze der Van for Fan, bei dem schauen wir immer sehr gerne. Und, übrigens sehr genial, der Typ. Genau, der macht das ganz, ganz toll. Und witzigerweise hat er nämlich auch genau so eine Lösung eigentlich ja, empfohlen, eine 100 AH Lithium zu nehmen und zusätzlich diese Delta Flow. Wir haben das aber jetzt eigentlich schon vor 3 Tagen gehabt. Wir haben es schon vor 3 Tagen gekauft. Genau. Er ist mit seinem Video, glaube ich, vor 2 Tagen oder was rausgekommen. Er hat dieselbe Idee gehabt wie wir. Er sagt, ja, wenn er jetzt sogar noch Induktionsplatten hat, braucht er nicht einmal meinen Gasherd. Theoretisch könnte man irgendwann, wenn die Heizung umgestellt wäre auf Diesel, brauche ich überhaupt kein Gas mehr. Dann könnte man 22 Liter also 2x11 Liter Gas sparen, das ist in nächster Zukunft unser Plan. Und das nächste Geniale, nicht zu vergessen, ihr könnt das Ding als Fitnessgerät verwenden. Ja? Ist das nicht super? Ruck und einmal und zwei Jahre. So, ja. Das war unser Plan und das haben wir eigentlich vorgehabt. Und da sind da drinnen das, was ich euch vorher gezeigt habe. Ja? Das, was ich vorher gezeigt habe. Übrigens, wir kriegen kein Geld dafür. Ja. Das ist keine Werbung. Keine bezahlte Werbung. Oder sonst was. Wir sind nur wirklich sehr, sehr begeistert von dem Ding. Wir werden dann berichten, wenn wir es dann wirklich im Echtbetrieb haben. In Spanien werden Sie das alles sehen. Genau, dann werden wir das alles zeigen. Wie das alles gut funktioniert. Genau. Ja? Man kann diese Powerbank natürlich dann auch über das 12 Volt im Auto auch laden. Dazu gibt es dann praktisch auch dann die so. Das Geniale an dem gesamten Gerät ist, ein Gerät, 3 Kabel zu folgenden Lademöglichkeiten. Im Auto mit einem Stecker, bei der Fahrt, Solar, für Solarpanelen ist schon dabei, unter 220 oder 230 Volt Anschluss, normaler Stromanschluss, also Landstrom. Mehr braucht man bei dem Ding nicht können. Der zeigt dann genau, was ich nehme aus, was kommt rein, wie lädt er sich, wie schnell ist er fertig und so weiter und so fort. Also das finde ich ja super genial und einfach. Für Leute so Blitz wie wir sind, die sich nicht auskennen, finde ich das genial. Und vor allen Dingen ist es so, dass wir auf alle Fälle unsere Nespresso-Maschine auch damit betreiben können, weil man lässt ja nur ein paar Tassen runter. Ich glaube, das ist so, wobei da bin ich jetzt nicht so ganz, ich bin nicht der Spezialist, wie gesagt. Der Van for Fan hat das alles hervorragend erklärt oder viele andere Leute auch über diese Powerbank gibt es irrsinnig. Nein, man sieht mir nicht. Über diese Powerbank gibt es irrsinnig. Man muss die nicht über sehen. Genau. Über diese Powerbank gibt es eben auch sehr viele gute Videos.
es ist so, dass man circa, glaube ich, wenn man das bei 1800 Watt beanspruchen würde, natürlich gibt es dann nur, glaube ich, 20 Minuten Betrieb oder so her, ja. Aber das finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht so schlecht. Und logischerweise mehrere Sprachen, weil wir kennen ja, wir zwei kennen ja mehrere Sprachen. Ich kann zwar Deutsch und Dialekt, also mit dem komme ich auf der ganzen Welt durch. Ja, vielleicht noch ein bisschen Englisch, aber alles drinnen, nur der Dialekt fehlt. So, das war eigentlich das Zeigen, wie wir uns entschieden haben im Wohnwagen, was wir, also im jetzt Wohnmobil. Ein Wohnmobil, du machst mir schon ganz. Ja. Ich wollte einmal zeigen, was wir jetzt entschieden haben. Wir haben entschieden, wie gesagt, dass wir eine neue Lithiumbatterie haben als als Bordbatterie. Mit nicht der so groß, fahre genau. Ich schon mal ganz, ganz beruhigt weg. Genau. Eben den Crash-Sensor, falls ich mal vergisst, das Gas abzudrehen, spielt das keine Rolle. Jetzt kann man auch im laufenden Betrieb, ich kann fahren und sie kann hinten kochen. Das finde ich ja super. Sie muss einen Topf nicht halten, damit er Ruhe fällt. Ja, das ist eh klar, war nur ein Spaß. Und so, mit dem Gerät zum Beispiel für ältere Bauern wie für uns, weil bei uns da in Wien sagen gerade die Jungen zu uns, wir sind schon Gruftis. Ja. Eigentlich sind wir ja schon Kompostis. Ja, auch noch nicht. Na, geht. War nur ein Witz. Ja? Genau. Nein, aber auf alle Fälle brauchen wir jetzt nicht frieren in Spanien, das ganz sicher nicht, weil unsere. Haben wir alles. Außer wir haben irgendein Thema mit dem Gas. Ich möchte mich auch wirklich ganz herzlich bedanken für die Kommentare, die wir bekommen haben, wegen Gewicht, weil auf das Gewicht, um das müssen wir sich da anscheinend dann jetzt auch noch einmal kümmern. Da haben wir auch ein paar gute Hinweise bekommen, ja, und auch für die ganz netten Kommentare überhaupt von allen. Heute haben wir sogar einen Kommentar aus Holland bekommen, ja. Und wir werden international. Ja. Ganz viele liebe Kommentare auch aus Deutschland, aus Österreich. So viele Abonnenten, ja, bitte wirklich, wir haben uns riesig gefreut. Ja, also vielen Dank, bitte macht so weiter, empfehlt uns weiter, wir freuen uns riesig. Wir machen es ja zum Spaß und der Freude. Genau. Wie gesagt, unser Kanal heißt ja, was heißt du, wie heißt der Lifestyle? Wir heißen Womo Camper, PS on the Road und wir berichten heute über Camping. Über Lifestyle, Reisen, in Zukunft vielleicht, was uns halt einfach alles so genau, einfühlt, in Zukunft natürlich ein bisschen mehr Outside, nicht immer nur vom White Table, heißt auf Deutsch weißer Tisch, genau, ja, sondern dann jetzt dann schon langsam beim Start, ist in 3 Tagen ungefähr, werden wir starten, genau. Nach Spanien. Und wir nehmen euch gern mit auf die Reise. Und von dort meldet man sich. Das wird Spanien für Anfänger, ja. Weil wir haben bezüglich Wohnmobil und allem keine Ahnung. Wir sind noch nie so weit gereist, ja. Und Moment, mit Flieger schon. Ja, mit Flieger. Aber, und ich muss sagen, wir starten nur halb vorbereitet in das Ganze, aber schauen wir mal. Wir haben uns einige Videos dazu angeschaut und haben auch ein paar gute Kommentare bekommen, dass wir auf so Banden oder so oder Räuber oder so aufpassen sollen, ja. Also das nehmen wir sie auch einmal zu Herzen und ja, genau, schauen wir, wie es wird. Da habe ich eine geniale Idee gehabt, weil mein Sohn hat eine Folienfirma und da habe ich eben die Seitenscheiben vorne links und rechts vom Fiat Ducato, habe ich mir in die Scheiben, die man so einschlagt und schnell reingreift, habe ich mir Folien einmontieren lassen, Fensterfolien. Also einbruchsfester, nicht so bruchfest. Sie sind nicht ganz bruchfest, da wären sie zu dick gewesen. Okay. Aber zwei Dinge wollte ich damit erreichen. Wenn man das Ding an einschlägt, die Scheiben, fallen mir nicht die ganzen Glassplitter rein und ich habe ein Loch und muss mit dem Loch fahren, sondern die Folie hält es zusammen und der kommt nicht rein. Wenn ihr da mal Interesse habt, schreibt es uns in die Kommentare. Ich werde euch das einmal erklären, wir werden euch das dann anhand des Wohnmobils das nachher zeigen. Für ja. Heute ist... Und eigentlich noch, ja? Irgendwann werden wir auch einmal verraten, weil ich glaube, das haben wir ja eigentlich nie, wir haben immer nur gesagt Wohnmobil, was für ein Wohnmobil wir uns überhaupt gekauft haben. Ja? Das werden wir euch, sobald wir dann auf die Reise gehen, werden wir euch das dann einmal direkt live dort zeigen. Es war bis jetzt leider nie sehr schön. Und nicht sonnig, weil ich habe immer gearbeitet und bin eigentlich immer dann auch erst am Abend nach Hause gekommen und auf der Reise werden wir euch dann einmal unser Wohnmobil aufmachen. Sonnig war schon, aber sehr schmutzig das Auto noch.
Das ist beim Kauf ja draußen gestanden und putzen konnte man es ja nicht außen. So, das war's für heute. Genau, in diesem Sinne, alles Liebe, einen schönen Tag, Abend oder je nachdem, wenn ihr euch das Video anschaut. Viel Spaß dabei. Genau. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss, Baba. Ciao.